Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute schauen wir mal, ob es der Großmeister immer noch kann. Richard Garfield ist zurück, der einst Magic the Gathering, das meistgespielte und beliebteste Trading Card Game der Welt erfunden hat. Yay! Ich habe es während meiner TV-Zeit auch gespielt. Und jetzt ist er wieder da und hat Keyforge erfunden. Aber Achtung, stopp! Nein, es ist kein Trading Card Game. Es ist ein Unique Game. Was ganz anderes. Das erste Unique Card Game der Welt. Das heißt, ihr kauft euch hier so ein Booster. Es ist eben gar kein Booster. Es ist ein Deck. Ein fertiges Keyforge-Deck. Das holt ihr raus. Dieses Deck bleibt so, wie es ist. Da könnt ihr nicht dran rumbauen, wie bei Magic oder sowas. Mit dem Deck stellt ihr euch der Herausforderung und dem Duell einem anderen Keyforge-Spieler, der das gleiche getan hat im Idealfall und auch einfach sich so ein Deck gekauft hat, eins rausgeholt hat und dann wird es gemischt und sofort geht's los. Niemand muss sonst irgendwas tun. Ja, das spricht mich schon ein bisschen an, so als langsam älter werdenden Menschen, der kaum noch Zeit hat, sein Pile of Shame wächst ins Unermessliche und wann hat man ja keine Zeit für Deckbau wie früher beim Zivildienst und da ist natürlich so ein Unique Deck, das man einfach aus der Schachtel holt, das kommt mir wie gerufen und jetzt finden wir, ich bin tatsächlich jungfräulich, springe hier ins Wasser und versuche schwimmen zu lernen. Man sieht auch, wir haben zwar Decks, aber wir haben noch keine Grundbox, also Achtung, das, was hier liegt, sind Komponenten, die haben wir uns aus Eldritch Horror und einem anderen Spiel ausgeliehen. Die verwenden wir als Lebenspunkte, als das wichtige Amber, was es hier gibt, weil wir das hier brauchen werden in Keyforge. Wir werden zwar gegeneinander kämpfen, aber es geht nicht darum, den anderen die Lebenspunkte runter zu prügeln, sondern eigentlich wollen wir Amber herstellen, beschwören, um dann dieses Amber zu benutzen, um drei Schlüssel zu aktivieren. Für jeden Schlüssel brauchen wir sechs Amber, auch die Schlüssel natürlich, wie das Amber, wie alles, was hier Hier, liegt, außer den Arkham. Karten. Ja. Gehört noch nicht zum Spiel. Es wird dann also eine Grundbox geben, wo dieses ganze Und da sind auch Grundzeug zwei Decks dabei ist. noch mit drin in der Grundbox, Also ne? sofort zum Losspielen. Aber ab dann kann man sich. Kennst du den Kostenpunkt von so einem normalen Deck Nee, und der nee, nee, Grundbox? das Wissen ist wir noch auch noch so nicht. alles neu. Wissen wir alles noch nicht, was kostet. Was man natürlich erstmal sagen muss, so, das sieht man alles im Internet auch, erstmal denkt man so, what, wieso, was heißt denn Unique, wie kann das überhaupt sein? Aber der Punkt ist dann einfach der, es gibt sieben Fraktionen, jeder, also dieses Deck hat dann auch so eine Character-Card, und da steht dann Conventional Awful Hazel, ist quasi auch der unique Name von meinem Deck. Ganz genau, ich bin Fleeshan, the Hermit of Plumage. Und irgendwie auch in der, wenn, es ist halt so, es gibt diese sieben Fraktionen und halt hier ist auch die Liste der Karten. Es gibt halt Unmengen an Karten und das kann man halt mathematisch ausrechnen. Es gibt halt irgendwie eine Fantastilliarde Möglichkeiten, Ich das muss selber noch mal auf zusammenzu. meinem Handy nachgucken. Es gibt sieben Fraktionen. Ich lese sie einmal vor. Es gibt die Brobna, die Dis, die Logos, Mars, Sanctum, Shadows und die Untamed. Und wir haben jetzt im Spiel Dis, Mars, Logos. Und ich habe auch Dis und ich habe auch, ich habe Untamed und Sanctum habe Ah ich ja, auch. okay, dann haben wir das doppelt und die anderen sind quasi Ja. anders. Aber innerhalb einer Fraktion wissen wir natürlich auch nicht, wie viele verschiedene Karten es da gibt. Es kann ja allein sein, dass auch zwei Leute, die sich die Mars-Fraktion teilen, Ja, komplett da unterschiedliche Karten. total unterschiedliche Also, Karten haben. wir haben unterschiedliche Karten, definitiv. Das sind nicht alles gleich. Naja, ansonsten, das Prinzip werdet ihr jetzt während dem Spiel Das feststellen. Es Ganze ist ist. übrigens natürlich bei Fantasy Flight Games erschienen und wird auf Deutsch, das hier ist noch das englische Keyforge, es wird auf Deutsch erscheinen unter dem Titel Ruf der Archonauten oder sowas. Call of the Archons. Naja, es wird auf jeden Fall auf Deutsch bei Asmodee erscheinen, Englisch Fantasy Flight Games und Designer habe ich schon erwähnt, aber man kann seinen Namen nicht oft genug sagen. Richard Roborelli Magic the Gathering King of Tokyo Garfield. So sieht's So aus. einen langen Namen hat er. Du ziehst sieben, weil du anfängst. Ich ziehe Ach, sechs. Du darfst ich aber nur fange eine an. spielen. Die Ah, das Regeln habe ich heißt, nämlich gelesen. ich soll anfangen. Ja, ja, Ja. ja. Ich bin da schon etwas drin. Also ich habe jetzt sieben Karten, normalerweise hat man halt sechs. Und es gibt dann halt eine wichtige Grundregel bei dem Spiel, dass man nämlich, wenn man dran ist, eine der Fraktionen wählen muss. Und nur von dieser Fraktion kann ich Karten ausspielen und nachher auch Kreaturen aktivieren. Also damit angreifen theoretisch und so weiter. Das heißt, ich muss mich schon entscheiden. Jetzt ist natürlich so, ich kann nur eine Karte spielen. Das heißt, ich muss jetzt selber mal gucken, was mache ich denn hier überhaupt? Ja, es gibt halt verschiedene Arten von Karten. Es gibt Creatures, die kommen dann so in meine Playzone, können dann später angreifen und sowas. Es gibt Aktionen, die machen halt irgendwas. Und es gibt noch Artefakte, die da sozusagen nicht, die da so im Hintergrund mir Boni geben. In meinen Illustrationen sieht man auch schon, es ist jetzt kein klassisches Fantasy oder so, wie Magic ja vielleicht eher noch einzuordnen war, sondern ich habe hier auch zumindest in der
Logos-Fraktion. Habe ich sie hier richtig? Ja, Cypher ist da. Also ich werde Sanctum aktivieren und werde hier den Champion Anaphil spielen. Natürlich, wenn man sich die Karten so anguckt, die haben der macht hier hat Lebenspunkte und hat hier so einen Verteidigungswert, der blockt also allen Schaden weg, so ein Tank quasi. Den spiele ich und weil es eine Creature ist, kommt der Exhausted, also umgedreht in meine Playzone rein. Und dann bist du schon dran, weil ich jetzt als Startspieler, also wäre ich jetzt nicht Startspieler gewesen, hätte ich theoretisch die Karte auch noch spielen können, weil die halt auch in der Fraktion ist, aber in dem Fall war es schon, du bist dran. Ich aktiviere die Dis und jetzt tue ich, kann ich ja alles Mögliche beschwören. Einmal einen Dust Imp, wenn der zerstört wird, kriege ich zwei Ember. Ja. Dann beschwöre ich noch einen Ember Imp. Du kannst nicht mehr als zwei Karten pro Zug spielen, solange der im What? Spiel ist. Und dann beschwöre ich noch einen Mind Barb, das ist eine Aktion und du musst jetzt eine zufällige Karte von deiner Hand abwerfen. Okay. Kommt auf meinen Ja, da musst du Ablagestapel. eine Karte ziehen. Ist ja gleich benutzt. Achso, da kriege ich ja jetzt noch ein Ember, richtig? Ja. Aber auf der Karte hier kannst du mal zeigen, da ist noch so ein Ember-Symbol drauf. Hier oben links, na, die Karten sind quasi an sich schon wertvoll, machen schon Das heißt, quasi. eigentlich ist golden, bei uns ist halt grün. Das lege ich jetzt hier drauf. Ja. Immerhin haben wir Und eine jetzt Karte kannst mehr. du eine Karte von mir ziehen. Ablagestapel ist irgendwo da drüben. Ja. Kannst eine Jetzt ziehe Karte ich holen. einfach eine Karte von der. Die. Ablagestapel, Ablagestapel, ja. genau. Und jetzt ziehe ich halt auf Siehst du auf 6 6 wieder nach. nach. Achso, und ich darf natürlich jetzt, ich hätte vorher schon auf 6, hatte ich ja auch 6, ne? Jetzt habe ich ja eine Karte weniger, weil du Genau. mir da die Karte geklaut hast. Tja, also meine Karten werden ja aktiviert, aber nur wenn ich jetzt Sanctum wieder nehme, passiert, kann ich damit auch angreifen. Was ich aber glaube ich mache. Also ich aktiviere Sanctum, werde hier noch den Sequiz hier spielen, dass der kommt dann halt wieder so in meine Playzone. Und jetzt greife ich mit dem an. Der macht halt 6 Damage. Auf einen aber Ja, halt. nur auf Wen einen. willst du Na, zerstören? den halt. Den da. Ja. Der ist Damit der eindeutig gleich kaputt. nicht halt, ne, damit der halt nicht mich hier so beeinträchtigt. So, das war's. Mehr kann ich leider nicht tun. Doch kriege ich jetzt, darf ich wieder 2 Karten ziehen. Warum wolltest du nicht den anderen zerstören jetzt? Weil der hat doch, war doch der sozusagen. Ja, ich weiß. Ja. Ja, weil da kriegst du ja auch noch was hier. Ich mache nochmal die Dis. Der ist jetzt erstmal, wenn die hier wird der hier aktiviert. Ach so. Nee, Nochmal warte das. mal, lass ich mal überlegen. Also aktiviert wird trotzdem, das macht ja noch gar keinen Sinn. Nee, ich glaube, ich mache jetzt mal die Logos. Entschuldigung, Logos werden aktiviert. Die Karte ist ja trotzdem wieder bereit. Die kann jetzt halt nur nicht angreifen, richtig? Will sie aber auch gar nicht. Nee, das ist auch Blödsinn jetzt. Ich muss ja nicht alle spielen von meiner Fraktion. Oh, man könnte ja am Ende vom Zug ja übrigens auch abwerfen von der aktivierten Fraktion. Ah, deswegen mache ich jetzt Ja. mal doch Logos und spiele erstmal Help from Future Self. Das ist eine Aktion. Erstmal generiert sie ein Ember. Und ich darf jetzt mein Deck nach dem Time Traveler durchsuchen. Und die wird ja einfach abgeworfen, weil sie eine Aktion ist. Genau, und der kommt dann auf die Hand. Demzufolge muss ich auch irgendwo einen Time Traveler haben, nicht wahr? Hier ist er. Den nehme ich auf die Hand. Ich tue aber auch Shuffle your discard pile into your deck. Also tue ich alle bis auf die oder kommt sie auch wieder mit rein? Das ist schon so eine Spezialfrage. Shuffle your discard pile into your deck. Was sagst du? Ja, nein? Würde sagen, ja. Alles wieder rein. Alles wird gemischt. Und dafür habe ich jetzt den Time Traveler auf der Hand. Und den spiele ich auch gleich. Und wenn ich den spiele, ziehe ich zwei Karten. Und kriegst einen Ember. Und krieg nochmal einen Ember. Hast schon voll viel Ember. Das heißt, ich darf jetzt zwei Karten ziehen. Der kommt natürlich erstmal erschöpft. Und du hast noch keinen Ember, oder? Nein. Dann würde ich gerne drei Karten von meiner Fraktion, die ich momentan aktiviert habe, noch abwerfen. Vorm Karten nachziehen. Okay. Und ziehe damit jetzt
Das will ich auf 6 aufziehen, 2 nach. Ja, die einen haben, da hätten wir alle die Hälfte an Ember verloren. Das schadet eher mir als dir. Ach so. Mhm. Ja, okay. Interessanter Move. Ja. Dann komme ich jetzt dran. Das wird alles bereit gemacht. Ich werde jetzt nochmal Sanctum aktivieren. Spiel die Protectrix. So. Und jetzt kann ich mit denen auch was machen. Und zwar werde ich 2-mal reapen. Und das ist, also ich könnte jetzt auch angreifen, um dich dann zu zerstören, aber ich werde reapen. Das bedeutet, ich benutze die einfach, um ein Ember zu erzeugen. Einmal. Ja, achso, ich habe hier. Ich mach's mal hier hin. So, zack. Und hier, der hat auch noch eine Spezialfähigkeit. Wenn hier steht Reap Capture One Ember. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit dem reape, kriege ich halt einen. Und ich capture einen. Und capture bedeutet, dass ich einen von dir kriege. Nein! Was machst du da? Und die auf den drauflege. Und das heißt, ja, das gehört nach wie vor dir, aber du musst halt die Karte zerstören, damit du das halt wiederkriegst. Oder? Das war's. Und 2. Oh Gottes Willen. Okay, ich mache alles bereit. Ja. Die passen das alles so gut zusammen irgendwie. Wieso machen dann ja alle so viel Schaden? Das gibt's ja gar nicht. Oh, hab ich jetzt zu viel gezogen? Ich habe eins zu viel gezogen, Entschuldigung. Wieso hast du so viele? Na gut, ich aktiviere die Dis. Mhm. Kann ich auch mit Kreaturen gemeinsam angreifen? Oder muss ich? Nee. Ja, du kannst Schaden machen halt. Das wurde halt Schadensmache draufgelegt. Ah ja, stimmt. Ich muss ja dann einfach, ja klar. Ach so, ja. Shooter, Schuler. Entschuldigung, du hast aber leider nicht 4 oder mehr, aber ich muss es jetzt trotzdem spielen. Ich brauche auch mal 4 oder mehr Ember, dann würde ich dir einen klauen. Aber ich muss jetzt trotzdem ein bisschen rampazieren. Aber wenn du den spielst, kannst du noch Exhausted. Ah ja, natürlich, Entschuldigung. Und du musst wieder eine, mit dem Mind Barb, wieder eine Karte von der Hand weg. Machen wir mal die her. Mhm. Und dann spiele ich noch Control the Weak. Ich darf aussuchen, welches Haus du nachher spielen musst. Also natürlich eins von deinen. Und ich entscheide mich für das. Das muss ich jetzt spielen als das nächstes. Das musst du als nächstes jetzt spielen. Oh, das ja. ist ja bitter. Und dann spiele ich wieder meine Ember Imp. Und du kannst auch nicht mehr als 2 Karten spielen. Entschuldigung, auch Exhausted. Und jetzt kann ich natürlich mit den beiden... Nee, Entschuldigung, mit den dem... Kannst du jetzt reapen oder angreifen? Ach, mit dem kann man nicht angreifen, oder wie? Ah ja, klar. Der, der kam ja nicht, erst ja, und der ist ja nicht aktiviert. Ja, dieses Reapen haben wir noch nicht erklärt. Das heißt, ich könnte jetzt... Ja, ich habe es ja schon gemacht. Ne? Du kannst einfach aktivieren. Eine, zack. Und dann kriegst du dann Ember. So der Ember macht dir einfach noch ein Ember. Okay, das mache ich. Nee, den kriegst du kommt gleich direkt zu mir. Ja, ja. Ah ja, okay. Genau. Du kannst einfach mit deinen Kreaturen halt Ember machen. So, ne? Oh, das, ah, das ist natürlich total. Kacke. Okay, jetzt muss ich Antenne machen. Das ist, ich meine, das ist... Ja gut, spiele ich halt einfach diese Creature hier. Tja, bringt nicht sehr viel. Und ich kann natürlich auch noch nicht aktivieren. Das war es halt schon. Sehr gut. Jetzt werde ich auch alles aktivieren hier. Und das ist natürlich die Frage, das lohnt sich ja fast. Aber das ist natürlich auch stark, ja. Ja, ich werde jetzt die Mars-Bewohner aktivieren. Ja. Ja. Als erstes spiele ich hier den Mind Warper. Das ist eine Kreatur. Und wenn du die das erste Mal angreifst, dann kriegt sie keinen Schaden. Und sie hat auch noch eine Aktion. Da kann ich von dir Ember capturen. Dann spiele ich auch noch ein Upgrade. Aber das spiele ich an eine von deinen Kreaturen, wenn ich es richtig verstehe. Weil die dann die Fähigkeit zerstört bekommt. Kann ich sowas machen? This creature gains destroyed, you may put this creature on. Oder kann ich, nee, kann nee, ich nee, nur nee, an, nee, meine an deine, nur an ich deine. Nur, nur an, deine. Und das ist, das haben wir auch noch nicht, du kannst es dann in dein Archive, ne? Und Archive ist einfach so, da speicherst du Karten zwischen, mhm, und die kannst du jederzeit auf die Hand nehmen und dann halt auch spielen, selbst wenn du, wenn das Karten sind von einer Fraktion, die du nicht aktiviert hast.
Das ist halt, da kannst du halt so Wo besondere ist mein Archiv? Move, das ist einfach ein extra Bereich, da gibt es wahrscheinlich auch eine Karte, was das irgendwie so, das musst du halt irgendwo so quer Die irgendwo kann ich dann hinlegen. jederzeit wieder spielen. Dann Genau. werde ich jetzt den Dust-Imp zerstören. Oder. Nee, wenn es destroy, also wenn der zerstört wird, dann kommt er ins Archiv. Aber Das ist this die. creature gains destroy. Ach Genau, wenn so. gains die Fähigkeit destroyed. Kann ich mich selber irgendwie angreifen? Nee, aber wenn ich dich halt zerstöre, dann geht die in dein Archiv und du kannst sie dann quasi jederzeit wieder spielen. Ist schon gut. Ja, ich mache den mal da dran, an den, der mir Ember generiert. Ich habe aber noch eine Menge mehr Aliens. Ich habe noch einen Tank, ist auch ein Creature. Ja. Wenn ich eine andere Mars-Creature spiele, dann kann ich den wieder heilen. Und dann habe ich noch eine Mars-Creature. Deine Schlüsselkosten habe jetzt ein Ember mehr. Oh, ich muss den zerstören. Und ich habe noch mal so einen Tank. Ich habe so viele Mars-Kreaturen gezogen. Ich musste den Mars aktivieren. Aber die sind alle, Entschuldigung, die sind natürlich alle noch passiv. Und angreifen kann ich nichts, weil ich hatte ja noch keine Mars-Kreaturen. Okay. Eieiei. Okay, aber ich mache jetzt auch einen krassen Zug. Ich werde nämlich desaktivieren. Und da habe ich auch sechs Karten. Also ich meine, die kann ich alle nichts machen. Aber hier, ich spiele den Toskin. Der ist einfach, aber der hat nur ein, wenn er gereapt. Hier, aber die Karette. Wenn ich die spiele, capture ich drei Ember. Drei Ember. Soll ich dein Ernst? Ja, doch. Drei. Ja. Ja, die sind ja nicht weg. Du musst nur die Karette töten. Die hindern dich nur daran, das Okay. auszugeben. Den Dust Imp, boah, das wird hier, ne, die Reihe wird immer, der hat auch, der halt, wenn man den spielt, kriegt er halt, aber ich habe halt leider keine so Karten, die eben. Dann habe ich hier ein Artifact, das kommt eben hier unten hin und das hat eine Omni-Fähigkeit. Ich kann diese Karte sacrificen, also quasi halt, Das ja, kannst so, du und auch dann machen, kann, wenn du nicht das Haus gewählt genau, und hast. Ja. dann zerstöre ich alles, each creature, alles wird zerstört. So, dann habe ich hier noch die Hand of this is eine Action. Destroy a creature that is not on the flank. Was kann denn jetzt noch dein Also verrücktes. muss ja auch immer an die Flanke. Aber Ich warte hoffe, mal, das vor habe ich allem, der kann jetzt. doch nur, ich kann doch eigentlich nur Ich hoffe, zwei das habe ich Karten richtig spielen, gemacht. ne? Man darf ja neue Karten immer nur von links und Ja, rechts das hast du reinlegen. richtig gemacht, aber ich kann doch eigentlich nur zwei Okay. Karten spielen, oder? Das haben wir auch Ja, vergessen. stimmt. Aber dann mache ich eben halt, da muss ich nur die Reihenfolge, dann würde ich halt den zuerst spielen Sind noch hier, Hand of Noobs. this, ja, und zerstöre halt den, damit ich mehr Karten machen kann, ne? Dann passt es wieder. Dann schiebe ich das Und so auf, ja. ja, und dann kann ich eben hier noch, ja, noch mal so ein. Naja, das ist natürlich ganz wichtig. Man darf neue Kreaturen nicht irgendwo hinlegen. Die kommen immer links oder rechts an die Ja, aber wir Flanke. haben das, glaube ich, Unbewusst schon haben wir es richtig richtig gemacht. gemacht, aber als ich gerade so Okay, viele fertig. Mars-Karten gelegt habe und 1000 so. Sachen gemacht. Ja, das ist halt, ja. Sechs wieder nachgezogen. Jetzt mache ich erstmal hier alle bereit. Und jetzt hast du mich nicht angehabt. Ich muss jetzt trotzdem. Ich aktiviere jetzt den Mars. Kann ich auch erst angreifen und dann Karten spielen? Das ist eigentlich egal, Ja. oder? Also ich greife jetzt einfach mal hier an. Der kann nämlich Fight Reap. Capture 1. Aber die können das nicht alle? Wieso steht es da noch drauf? Also beim Fighten tut er auch eins capturen. Sozusagen. Der tut beim Kämpfen auch quasi eins capturen. Genau. Ja, dann benutze ich erstmal den, greif an. Hat jemand von dir. Also übrigens hier habe ich Taunt, das bedeutet, die beiden können nicht angegriffen werden. Nur damit du es weißt. Also das ist so ein Ich Tank, zähle jetzt der. erstmal ihn hier. Ihn, da brauchst du vier, hast du ja. Vier. Okay, dann kriegst du Benutzt. Und du machst auch vier, also ja, beide. dann kriegst du deine Ember Aber hier. meiner hat ein Schild, also Drei Schaden, ja. lebt er noch. Genau. Und ist jetzt halt benutzt. Genau. Und krieg meine Ember zurück. Ja? Ja. Hier, gemeiner Dieb. Jetzt greife ich mit einem Sechser-Monster an, den der taunten kann. Der da. Ja. Aber der hat ein Schild von Da kommen 1. nur fünf an. Ja, kommt 5 an. Damit ist der benutzt. Und meiner kriegt sechs ab, hat aber auch ein Schild. Das heißt, der überlebt auch. Hat noch fünf. Jetzt greife ich mit dem zweiten. Ne, warte. Jetzt hat er noch wie viel? Jetzt spiele ich hier, das ist nicht ganz so gut, Orbital Bombardement, das hätte ich vorhin schon gebraucht, habe ich leider zu spät gezogen. Das generiert aber erstmal ein Ember. Jetzt zeige ich dir Marskarten. Leider habe ich nur noch eine. Achso, die darf ich aber angucken, was das ist sozusagen. Und was ist Und das für dann? each card revealed this way kriegst du zwei Schaden. Und ich wähle natürlich ihn hier.
Dann ist er tot. Dann ist er tot. So. Und jetzt greift der zweite Tank hier an und zerstört deinen... ihn hier. 6 Schaden hat er wieder. 2, ja. Okay. Er hat 4. Dann kriegst du deinen Ember wieder. Kommen 3 noch an. Krieg ich mein Ember wieder. Und achso, den habe ich noch nicht bereit gemacht, Entschuldigung. Was heißt, it captures, choose an enemy creature, it captures one ember from its own side. Also. Mal sehen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Warte mal. Das tut eine von seinen eigenen. Achso, den habe ich natürlich auch benutzt. Achso, ja, du musst halt mal eine von meinen und der captured, meine Karte captured dann von mir. So dass sozusagen, wenn du den zerstörst, kriegst du den ja, weißt du? Ah ja, okay. Ja, das benutze ich auch noch als Action. Und zwar... Wobei ich mir jetzt nicht 100% sicher bin, ob sozusagen, wenn das Ember, wenn es im Spiel quasi unterschiedlich aussieht für mich und für dich, dann ist klar, dass ich das selber wieder krieg. Ich glaube, man, das sieht auch gleich aus. Wenn es gleich aussieht, ist klar, dass du es kriegst. Das ja. sieht auch gleich aus. Ja, das sind natürlich so Sachen, weil wir das Grundspiel jetzt noch nicht haben, aber... Okay. Ja, dann werde ich das auf eins deiner Monster anwenden. Okay. Welches Capture denn bei dir am ehesten? Das da, oder nicht? Weil das ja, was ich nehme mal das. Okay. Ja. Ich capture das von mir selber. Das ist natürlich bescheuert. Okay. Dann kriegst du dann, oder wie? Mhm. Na gut. Okay. Noch was? Nee. Jetzt ziehe ich leider nur eine nach. Okay. Alle halb tot, aber haben auch mächtig gekämpft. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Soll ich jetzt Dis spielen oder nochmal Sanctum? Das ist blöd. Nee, dann spiele ich Sanctum. Spiel den hier, den Bulwark. Da kriegt der Nachbar, deswegen ist es wichtig sozusagen, wo man das hinspielt. Der Nachbar kriegt plus zwei Schild. Und hier take hostage for the remainder of the turn each time a friendly creature fight it captures one ember. Und greift der hier an, macht 5 Schaden. Ich bin schon voll beschäftigt, meine eigene Armee hier. 5 Schaden noch. Und was macht der hier nochmal? Der hat sein Schlimmstes schon gemacht, als er kam. Achso, nee, dann mache ich einen von denen platt. Von denen hier? Egal, die sind beide stark. Und dann macht er auch 6. Aber der macht ja auch 6. Ja, 5 macht er. Achso, der macht auch 6, ja, ja. Und der macht, der, achso, Reap. Nee, dann kriegt er trotzdem, weil er hier, achso, dann captured er einen, aber weil er tot ist, kriegst du es gleich wieder. Das hat er nämlich nicht viel geklappt. Ah, okay, alles klar, gut, das war's. Leider, das war jetzt nicht so ein Das war's schon. Move, ja. Dann aktiviere ich jetzt meine Logos-Fraktion. Und als erstmal spiele ich die Action, dass ich jetzt für jede weitere Karte, die ich in dem Zug spiele, eine Karte ziehen darf. Dann spiele ich einen Dextre. Sobald ich den spiele, capture ich ein Ember. Hey, sag mal, ich habe schon wieder 0. Das gibt's ja nicht. Also irgendwie läuft's nicht. Zack. Und jetzt spiele ich noch Fogify. Ah nee, aber capture. Also das war schon die Karte. Weil ich ja die gespielt habe, darf ich eine Karte. Aber capture heißt die Ember. Ja, weil sonst hättest du nämlich am Ende deines Zuges halt. Nee, am Anfang des Zuges muss man das haben, ne? Genau. Jetzt spiele ich aber noch Fogify. Du darfst keine Creatures zum Kämpfen benutzen im nächsten Zug. What? Und ich generiere jetzt aber tatsächlich noch ein Ember auf die Karte. Zack. Ah, jetzt, ja, wegen dem... Ja, okay, ja. Und weil ich dafür darf ich ja auch wieder eine nachziehen. Ne? Ist ja auch eine blaue. Zack. Ja, sind aber leider keine weiteren blauen gekommen. Das heißt, das war's mit den gespielten Karten schon. Der Time Traveler, den könnte ich jetzt natürlich angreifen lassen, aber ich kann ihn auch einfach als Action wieder in mein Deck zurückmischen. Was war jetzt das, was du gespielt hast? Ich kann nicht angreifen, ne? Das war das Ding. Der Time Traveler darf einfach ins Deck zurückmischen. Du darfst keine Creatures zum Kämpfen benutzen. Hm. Cannot use creatures to fight on their next turn. Na gut. Und ich muss Check ansagen.
das heißt. Da steht es in der Anleitung, dass ich jetzt genug. Ja, ja. Also. Ja, ich müsste readen, aber ich müsste capturen, aber es geht nicht. So. Eieiei. Das ist alles nicht so gut. Ich bin nochmal Sanktum, weil das will ich mir aufbewahren. Okay, Sanktum. Das bedeutet, ich kann nicht kämpfen. Das heißt, ich werde einfach hier reapen. Und werde halt hier noch ein Creature spielen. Aber keine Play-Funktion. Ja, so. Ich darf schon Upgrades von einer anderen Fraktion auf eine Fraktion machen, oder? Ja, okay. Glaubst du auch? Sonst ja, ach so, eine andere Fraktion, ja, ich glaube schon. Ja, ja. Sonst gäbe es ja gar keine Crossover-Fähigkeit. Ja, aber ja, schon. Wir spielen das jetzt mal so. Aber wie gesagt, aber jetzt hast du quasi deine 6 Ember. Ja. Jetzt habe ich 6 Ember, die tausche ich jetzt ein, richtig? Mhm. Gegen den ersten Schlüssel. Genau. Zack. Jetzt aktiviere ich die Mars-Fraktion und spiele als erstes die Mother Gun. Das ist sowas ähnliches wie vorhin. Ich zeige dir jetzt Mars-Karten, 2 Stück. Und eine deiner Kreaturen kriegt jetzt halt einfach so direkten 2 Schaden von dieser Action. Mhm. Ja, also die haben zwei, die haben beide zwar plus 2 Armor. Ja, machen wir mal ihn. Ja. Kriegst du den Ember? Aber er ist ja noch nicht tot, 2 Damage. Ach so, ja, stimmt. Okay. Ist noch nicht tot. Aber. Achso, der ist natürlich bereit. Mist, das jetzt spiele ich hier ein Upgrade, dass deine Keys kosten nochmal 2 mehr. Die ist gar nicht stark, du kannst sie jederzeit töten. Ja. Deine kostet jetzt schon 3 mehr. Deine Key kosten 9 Ember, das ist nicht zu bezahlen. Und jetzt spiele ich noch hier den John Smith. Der ist natürlich noch getaggt. Und auch da ist wieder das erste Mal, wenn du den angreifst, kriegt er keinen Schaden, so wie er hier hinten. Und ich könnte mit ihm auch Non-Agent Mars Creatures bereit machen, wenn ich fighte oder reape, aber er ist ja eh erstmal beschäftigt. Dafür sind die hier alle jetzt noch fröhlich mit dabei. Und mit dem Mind Warport mache ich ihn jetzt kaputt. 2-3, dann ist er auch kaputt. Ja. Ah ne, den hätte ich da gut zu spät, aber ich bin jetzt voll auf die Ember, ich bin jetzt Ember-süchtig. Und dann jetzt, wie viel hat er, macht die Schilder da, gell? Ja. Dann greife ich ihn mit 6 an. Ja. Und er ist dann aber auch, wie viel macht er schon? 4. 4 minus 1 sind 3. Ja, das reicht natürlich leider. Gibt's nicht. Und dann greife ich noch mit dem Grabber Jammer an, der macht 4 Schaden. Ja, jetzt gehe ich halt auf ihn. Ja. Hm. 4 Schaden. Okay, 3 Schaden zurück. 3 Schaden zurück. Minus 1 macht 2. Ist trotzdem kaputt. Okay, das war's. Mehr habe ich nicht. Gibt's nicht. Das ist einfach. Das wäre so stark, aber ich kann das nicht spielen. Das ist irgendwie. Also. Ich weiß auch nicht. Es passt irgendwie. Witzigerweise ist es, ich habe mit dem Deck schon mal gespielt und es lief viel besser. Oh, jetzt habe ich eine krasse Karte bekommen. Oh, wenn ich die Einzug vorher bekommen hätte. Eieieiei. Okay. Ah ja, na gut. Ich spiele jetzt mal Untamed. Mhm. Dann kann ich immer noch nur. Nee, das ist mit den Creatures. Das war nur eine Runde. Ah ja, okay. So, also in Ancient Bear spiele ich einfach. Dann Nocturnal Maneuver, da kann ich Exhaust up to 3 Creatures, ich vermute mal Gegner. Also ich kann jetzt gegnerische, also ne, die sind ja alle bereit und jetzt kann ich sie exhausten, sodass sie halt bei dir exhausted sind. Ist das richtig? Ja. So. Aber und ich krieg einen Ember. Exhaust up to 3 Creatures. Also ich würde sagen, das bringt mir ja nichts, meine eigenen zu exhausten, oder? Ja, oder du kannst sie bereit machen. Aber ja, aber Exhaust heißt ja nicht bereit machen. Quatsch, ja, verstehe ich auch nicht, weil ich darf ja am Anfang meine einfach bereit machen. Das ist ein bisschen seltsame Sache tatsächlich. Gute Frage. Weil mein Zug beginnt doch eigentlich damit, oder bin ich
bescheuert, dass ich, oder mache ich die Karten am Ende bereit? Wann macht man die Karten bereit? Okay, musst du noch mal gucken. Also das sind wir jetzt ein bisschen irritiert. Step 4 Ready Cards. Ah ja, okay, das gehört quasi zum Zugende dazu. Genau, ja, dann das hast heißt, du recht, du dann kannst kann jetzt ich jetzt drei erschöpfen. Alles drei klar. Erschöpfen, hast du auch dann drei. Sinn. Ja, genau. Ich habe vier sogar. Okay, dann mache ich die drei, der da macht ja nicht so viel. Obwohl, der kommt der macht fünf. Ja, okay, dann macht der da und der. Okay, und dann spiele ich einfach noch den. Das ist nochmal so eine Kreatur. Okay. Okay, alles klar. Das war's. So lernt man es auch. Ja. Bist du wenigstens ein bisschen erschöpft. So, ich aktiviere die Dis. Achso, die können gar nicht viel machen. Egal, ich mache die Dis. Ich spiele 4. Der kommt zurück auf die Hand. War das jetzt klug? Du kannst einfach wieder spielen. Aber trotzdem, er ist halt nicht bereit. Er ist erstmal nicht mehr bereit, genau. Dann musst du noch eine wieder random wegmachen mit meinem Mindbar, der Gefürchtete. Und ich krieg dafür einen Ember. Das habe ich eher, aber das ist eh, das bringt nur was, wenn du keinen Ember hast. Dann spiele ich jetzt hier mein Artefakt. Das kommt auch erschöpft ins Spiel, richtig, in der zweiten Reihe und generiert aber direkt sein Ember hier. Okay. Und das war's. Nee, angreifen kann ich nicht. Richtig. Okay. Gut, dann mache ich jetzt Untamed. Und hier, jetzt kommt was Schönes ins Spiel hier. Dust Fairy macht 2 Ember. Noch eine Dust Fairy, nochmal 2 Ember. Hast du die fast jedes Wasser? Hast du die selber gebastelt? Jetzt. Nee. Ins Deck noch reingemischt. Oh, und jetzt. Check sagen. Ja, ja, genau, check, genau, ich habe auch 6. Und dann greift der Niffle Ape an mit 3 und killt einfach. Jetzt sind die auch alle wieder bereit. Dann killt er einfach den hier. Kriege ich auch meinen Ember wieder. Mhm. Ja. Der kommt weg und 3-3, der Niffle Ape kommt auch weg. Okay. So. Der kommt ins Ding und dann der Ancient Bear greift auch an und killt jetzt mal den da. Ja, damit du wieder deine Dinge hast und ich krieg aber 2 Ember. Aber und ich krieg 2 Schaden. Du musstest das machen, sonst waren deine Schlüssel so teuer. Ja. 2 Ember, hier sind sie. Ich habe auch schon wieder 5. So, das war's und jetzt, genau. Ja, aber erst, jetzt, genau, du hast jetzt quasi nur Check aber angesagt. Die sind sozusagen exhausted, aber jetzt sind sie alle wieder aktiviert. Und jetzt mache ich auch mein Artefakt bereit. Das ist alles nicht so gut. Das ist schon ein verzwickter Mechanismus, dass du quasi halt die Sachen, die du auf der Hand hast, da hast du meistens nicht so viel vor dir liegen. Und ist echt verzwickt. Okay, ich aktiviere die Logos. Ich spiele einfach, das ist eine Location. Ach, das ist ein Artefakt, jetzt kapiere ich das erst. Haha, ich spiele das Artefakt, wunderbar. Ich dachte, das ist ein einmaliger Effekt, Draw a Card, das macht überhaupt keinen Sinn, aber das ist natürlich ein Artefakt. Dann spiele ich den Dog Booktown. Der kann auch reapen und kämpfen und so weiter und so fort. Und dann spiele ich noch Marber, auch so ein Robotervieh. Und zwar in meinem Card-Step darf ich jetzt immer auf eine Additional Card auffüllen. Und das ist so ein dauerhafter Effekt, dass ich kann jetzt auf 7 auffüllen. Und sonst passiert aber gar nichts weiter. Angegriffen wird gar nicht. Aber ich ziehe jetzt 4 nach statt 3. Und du bist dran. Man kommt auf jeden Fall wirklich rein, muss ich sagen. Also man ist schnell drin. Ist man ist zwar sehr schnell drin. Dafür, dass, also ich habe einmal schon gespielt mit dem Deck und da lief es ganz anders. Ich halte Stand. Du kriegst jetzt deinen Key nämlich. Du hast 6. Ich hast vorhin auch annonciert. Das und einen habe ich sogar noch aus Höflichkeit, übrig. Falls der andere noch was dran machen könnte. Und damit June. Ja, noch 2. Okay, ich aktiviere Sanctum, weil ich da so viel habe. Das hier. Der hier, der reapt. Und wenn er reapt, dann. Übrigens, each friendly creature gets one plus one armor. Ich weiß gar nicht, ob ich das gecheckt habe. Each friendly? Oh, ja, und der hält hier 2. Ich glaube, das habe ich vergessen vorhin. Aber wenn man es vergisst, ist halt auch Pech. Naja, ja, und muss natürlich erstmal dann dann nehme ich den Francis. Dann nehme ich den, der choose a house, stun each creature of that house. Also wahrscheinlich, die hast du wieder bereit gemacht. Und wir haben wahrscheinlich am noch Ende so Stun-Tokens. Du machst eigentlich am Ende vom Zeit, das ist ungewohnt, am Ende vom Zeit. Ich stun halt jetzt die beiden, die kannst du halt nicht benutzen. Die sind wieder exhausted. Ja, ich vermute, dass es einfach exhausted ist. Dann, aber ich krieg auch einen Ember dafür. Müssen wir mal... Shoulder Armor,
Stunt müssen wir mal nachlesen, was nochmal, der Unterschied zum Sound ist. Ja, aber das ist sicher ist. Auch einfach nur mit so einem. Und hier nochmal die Duma, den Martyr. Also eigentlich natürlich kommen die Exhausted rein, aber ich merke mir das, dass ich da nichts mehr machen kann. Und fertig bin ich. Ah, jetzt habe ich den einen natürlich, der Dust Imp, als der gestorben ist, der kommt in mein Archiv. Was bedeutet das jetzt genau? Dass du den jederzeit noch zusätzlich spielen kannst. Ah ja. Auch wenn du nicht Dis auswählst, so habe ich es zumindest verstanden. Eieiei, okay, also das ist erstmal bereit. Die sind jetzt bleiben gestunt. Das ist natürlich total verrückt. Völlig verrückt ist das. Das gibt's doch gar nicht. Ah, okay, ich aktiviere das. Ja? Dann kann, also das kann ich ja eh unabhängig davon, hast du gesagt, aber jetzt passt es sogar zu das. Hole ich diesen Imp wieder aus meinem Archiv, wenn das wirklich so ist. Jetzt spiele ich, jetzt tue ich das hier beerdigen, das ist eh Omni, das hätte ich also auch machen können. Ja. Ich beerdige das und du kannst im nächsten Zug keine Creatures spielen. What? Und jetzt spiele ich Gateway to This. Ja, ne, Quatsch, ich spiele vielleicht sogar erst noch, ich spiele zuerst noch Hecatomb. Jetzt zerstöre ich jede Disc-Creature. Ja. Ja. Außerdem kriegst du ein Ember. Und kriege eben, ich kriege ein Ember schon mal für das. Und für jede Disc-Creature, die ich zerstöre, kriege ich nochmal da. Ich sag schon mal Check. Die sind, das ist quasi auch weg. Und jetzt kommt erst der richtige Spaß. Jetzt spiele ich nämlich Gateway to This. Zerstöre alle Kreaturen. Ja, alle, aber auch deine. Alle, klar. Und kriege aber keine Artefakte, die bleiben. Und ich kriege halt 3 Chains. Also ich habe jetzt minus 1 beim Kartennachziehen. Genau, das müssen wir uns irgendwie... Das zeigen wir ja nicht. Ja, genau, das müssen wir einen Wahnsinn haben. Ja, genau, du hast 3 Chains, genau, ja, ist klar. Eigentlich gibt es da so einen kleinen Track, den haben wir halt noch nicht. So, aber jetzt alle Kreaturen. Hier kriege ich immerhin 2 Ember, wenn die zerstört wird. Ja, ich musste aber aufräumen, oder? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ansonsten habe ich keine Destroyer-Fähigkeiten. Oh, Entschuldigung, darf ich noch... Ja, gut, habe ich schon gemacht. Okay. Gut, ja, ich hätte ja auch noch sowas gehabt. Hier könnte ich ja auch noch alle Kreaturen, aber ja. Die Reihenfolge war nicht ganz optimal, ich hätte noch einen Artefakt. So, und ich darf jetzt keine Kreaturen spielen, war das nicht? Ich darf jetzt quasi nicht nachziehen, weil ich habe schon 5, richtig? 6 auf 6. Achso, ja, also minus 1. Ja, ja, genau. Achso, und dadurch, dass ich jetzt aber 2 gekriegt habe, kriege ich jetzt einen Key, weil ich 6 habe. Ja, ich habe aber auch Check. Ja. Bei mir ist auch Check angesagt, ja. Ich muss ja aufräumen, ich hatte keinen Überblick, was bei dir alles los ist. Eieiei, es spitzt sich zu. Ich kann keine Kreaturen Finale Phase. Spielen. 2-1 Schlüssel sind schon auf Hunters Seite aktiviert. Scheiße. Ja, ich mach das. Aber, ja, weil ich halt hier, ich kann wenigstens hier 2 Artefakte spielen. Da kriege ich ein Ember. Und hier auch. Also das Archiv müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlesen und den Unterschied zwischen Stunt und Exhauster. Okay. Aber an sich spielt es sich für so eine Erstpartie relativ flüssig, mit Sicherheit. Du musst nochmal kurz Fehler lesen, was so passiert nochmal, wenn der 80-Stapel alle ist. Ja, dann wird gemischt. Ach, dann wird einfach gemischt. Ja, hast verloren. Nee, dann okay. Wird gemischt. Du bist dran. Ja, ja, ich habe jetzt natürlich auch ziemlich viel, hast du neue Creatures gespielt? Du hast auch nur Artefakte da unten. Ja. Nee, ich hätte noch gehabt, aber da durfte ich ja nicht. Also ich habe jetzt erstmal auch hier... Moment mal, habe ich dich die da noch? Jetzt bin ich selber unsicher. Die da hätte ich noch spielen können hier. Mindbarb. Doch hier, die da kann ich noch spielen. Du kriegst auch, musst auch ein Random, den hatte ich ja noch auf der Hand, sorry. Und ein Random Discarden. Okay. Und dann darf ich hier noch einen. Ich habe jetzt schon hier 6, ja? Ja. Und auch mein 2. Schlüssel. Jetzt halt die Frage... Ja, ich muss desaktivieren und spiele das Artefakt, was nachher die Aktion hat, dass ich, wenn ich das als Aktion spiele, sind deine Keykosten um 3 erhöht in dem Zug. Und okay, da benutze ich das, um eine Karte zu ziehen. Und hier habe ich übrigens nur, damit du weißt, ich habe hier dieses Annihilation Ritual. So,
Solange ich das, wenn a creature would enter discard pile from play, it's purged instead. Das bedeutet, es kommt komplett aus dem Spiel. Purgen bedeutet dann einfach, dass es dann wirklich rauskommt, nicht wieder rein. Stimmt. Jetzt werfe ich die noch ab tatsächlich, um wieder jetzt zwei nach, weil die auch zur Diff-Fraktion gehört, da durfte ich das, und jetzt ziehe ich zwei nach und habe wieder fünf, weil ich habe ja leider... Ja. Da bin ich jetzt dran, ne? Mhm. Ich spiele Untamed. Darf ich jetzt ein Creature spielen? Ja, ne? Jetzt darf ich wieder Creature spielen. Ja. Hier, den da, zack. Zwei, den da, schon. Return a Creature from Discard Pile to your hand. Oh, da kann ich mir hier eins aussuchen. Nehme ich natürlich auch, nehme ich die Dust Fairy, glaube ich. Na klar, dann nehme ich die Dust Fairy. Die kann ich auch gleich spielen und kriege zwei Ember. Die sehr wertvoll jetzt sind. Und dann spiele ich noch die Flaxia. Gain 2, jetzt sieht es doch wieder besser aus. Gain 2 Ember if you control more creature than your opponent. Scheiße. Jetzt musst du was machen. Das ist schon eine coole Mechanik. Ich habe jetzt Check. Und ja. Und dann kann ich noch Mimikry spielen. Action. When you play this card, treat it as a copy of an action card in your opponent's discard pile. Oh, aber den hast du gerade gemischt, ne? Oh, Mist. Ja. Dann spiele ich das nicht. Bringt mir jetzt nichts. Okay, gut, das war's. Aber also, vielleicht habe ich ihn auch zu früh gemischt. Warum hast du? Ja, ich hätte da jetzt auf dem Discard, aber du hast ja schon danach gezogen. Ich darf ziehen, wenn ich... Nee, ich habe fünf und dann habe ich ihn schon wahrscheinlich... Achso, dann kann ich einfach einmal... Nee, dann kann ich einfach einmal reingucken. Das ist natürlich das Einzige, da finde ich, da kann man halt dann sehr... Ich meine, ich muss jetzt eine Action rausfinden. Ja, destroy all creatures oder so. Da muss man jetzt ziemlich viel gucken. Ja, aber ich befürchte, ich kann das jetzt natürlich... Das ist natürlich ärgerlich. Ach, ich nehme einfach jetzt, mach es jetzt nicht zu lang. Ich mache einfach nochmal den Mind Barb. Du musst einfach nochmal die Karte discarden in random. Und dann hat sich das. Und dann kriege ich... Eieiei. Und jetzt kann ich nochmal nachziehen. Ja, ich habe jetzt halt nur die vier Karten für meinen Zug. Tja, und jetzt musst du was machen, sonst hast du verloren. Tja, ich... Also, wie gesagt, wir hoffen, dass wir hier auch alles richtig machen. Ne? Wir haben jetzt auch die, die Regeln bestimmt, halt auch im Internet gelesen, weil wir keine Anleitung haben, ist alles Englisch und so. Aber so vom Grundsatz sollte das auf jeden Fall schon stimmen. Kann ich jetzt kurz noch einmal bremsen? Ich spiele Dis, spiele als einzige Aktion mein Lash of Broken Dreams. Das erhöht deine Artefakt, deine Keykosten um 3. What? Aber damit ist mein Zug auch schon wieder vorbei. Ich mache alles bereit und ziehe auch tatsächlich nur eine einzige Karte nach. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Ich kann das ja jetzt nicht... Ja. Eigentlich ist das ein Kampf gegen Windmühle. Ja. Weil ich nichts draußen habe. Ich werde Dis aktivieren. Weil wenn ich hier play another creature, ja, hier... Mhm. Aber das ist, nee, das ist schon, oder das gilt immer, ne? Oder auch nur, was, wenn ich das aktiviere. Hier, each time you play another creature, das gain one. Immer. Das gilt immer, genau. Das heißt, ich spiele das hier, also kriege ich eins. Mhm. Das Play passiert nicht, weil du hast nicht no. Und nochmal hier, das hier, the Toxin, das auch, nee, da passiert auch nichts. Aber ich kriege halt auch einen wegen meinem Hunting Witch. Und Dominator Bomb, hast du eine Creature? Nee, ne? Nee. Ja. Dann war es das. Und ich könnte hier, aber ich könnte die da, hier die Action machen und könnte eine Karte archivieren. Da archiviere ich die da. Nee, die da. Ja, die archiviere ich einfach. Aufhalten. Und check immer noch im Check. Ich könnte es jetzt natürlich nochmal machen, da hast du halt nur 8, aber ich habe ja keine roten Karten, ich habe keine Disc-Karten auf der Hand, weswegen das ein Kampf... vergebliche Kampf. Ja, irgendwann ist es halt so, dass wenn es kurz davor ist, dass es wirklich nur darum geht, so zack, zack, kannst du noch irgendwie eine Kombi machen, das Schade, eben, um das halt rauszuzögern. Aber ich glaube auch, das war, aber ich verstehe gar nicht, es war am Anfang, sah es gar nicht, sah es wirklich schlecht aus. Ich spiele Logos, dann spiele ich den Time Traveler, da darf ich zwei Karten ziehen und ich kriege ein Ding. Eins. Nichts, was dir hilft. So, dann spiele ich noch Dings. Das hilft mir zwar auch nicht mehr, aber ich kann mir wenigstens einbilden, knapp verloren zu haben, weil wenn du nachher in deinem nächsten Zug einen Key kaufst, musst du mir alle übrigen
Amber geben. Und damit würde ich direkt im Zug nach dir. Achso, alle übrigen, ja. Achso, die sozusagen noch da übrig aber nur die, bleiben. Ja, ah, aber das hilft mir natürlich jetzt auch nichts mehr. Das hätte mir vorhin was geholfen. Das ist schon cool, dann kannst du ihn erst teurer machen, dann sagst du, ja, egal, spare ich halt auf 9 oder 10. Dann spielst du das und dann musst du dir 4 schenken. Aber es geht natürlich nicht mit dem letzten. Und jetzt kann ich nur noch den hier spielen, Knowledge is Power, Choose One, also eine Karte ins Archiv packen. Und für, wenn ich jetzt schon Karten im Archiv hätte, aber die sind ja alle schon wieder weg, dann will ich dafür was kriegen. Jetzt kann ich halt eine ins Archiv packen, aber das bringt mir auch nichts mehr. Packe ich die ins Archiv. Und ich habe meinen letzten Key. Ja, aber war dann tatsächlich knapp. Aber das soll es natürlich auch sein. Es ist ja ein Duellspiel und es muss natürlich so balanciert sein. Wobei, ja, es ist wirklich... Aber ich kriege jetzt hier den Rest. Du kriegst den hier, zwei. Zwei kriege ich. Ja, zwei. Guck, und jetzt würde ich mir auch einen. Ja, kaufen. Ja. Du ganz knapp. Ja, zack, ja, okay. Aber ich habe ihn natürlich noch dran gewesen. Ich hätte jetzt noch alle geklaut. Nee, keine Ahnung. Was ich gemacht hätte... Also ja, das, also ich finde, es hat total seinen Reiz. Mir gefällt tatsächlich auch das Prinzip, dass es hier nicht darum geht, einfach alles abzuräumen. Es gibt sogar Karten, zerstöre einfach alle Kreaturen. Gar nicht so schlimm, weil es geht halt wirklich darum, diesen Amber-Haushalt. Irgendwann finde ich es auch ganz gut, wenn alles zerstört ist, weil sonst wächst es so unendlich an. Aber man kämpft natürlich auch immer wieder. Ja, ich hätte auch noch sowas machen können. Ich war wirklich jetzt einfach so beschäftigt mit meinem eigenen, dass ich kaum mitverfolgen konnte, was bei dir alles tut, weil ich eher dabei war, in meinem eigenen Deck natürlich Sachen zu entdecken. Aber es ist durchaus so, dass ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, nach der ersten Partie mit dem Deck, ah, okay, jetzt muss ich das nächste aufmachen, weil das schon seinen Reiz verloren hat, sondern ich denke schon, jetzt weiß ich eigentlich erst, was für Karten da überhaupt drin waren. Ich meine, vielleicht kennt man den Kartenpool. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie groß der Kartenpool insgesamt ist, wie groß der Kartenpool pro Fraktion ist. Aber, also man sieht ja nur, meine höchste Karte hat die Nummer 368. Ich kann schon mal sagen, das Deck, das ich hier hatte, Fleeshen, the Hermit of Plumage, hat sich so angefühlt, als hätte ich eine Chance gehabt zu gewinnen und es hat vor allem auch Spaß gemacht zu spielen und ich habe auch das Gefühl, dass da die Karten teilweise eben sogar zwischen den Fraktionen, falls es überhaupt erlaubt sein sollte, was ich da gemacht habe, nämlich mit der Mars-Fraktion eine Karte von der von dieser Dis-Fraktion zu pimpen. Also Feinheiten haben wir jetzt auch noch nicht, das Glossary haben wir auch noch nicht gelesen, wir haben einfach mal die Regeln und uns einfach mal ins Getümmel gestürzt, weil das verspricht ja Keyforge, hol das Deck daraus und spiel drauf los. Ja. Und es hat, finde ich, einigermaßen solide geklappt. Wahrscheinlich wird jetzt jemand 20 Fehler auflisten, aber wir hatten immerhin Spaß und haben jetzt nicht so vollkommene Ratlosigkeit. Bei also dafür, Effekten, dass man halt wirklich deine erste Partie war und meine zweite, läuft es schon erstaunlich flüssig, ich denke, das muss man einfach festhalten. Ja, und man sieht natürlich auch, teilweise hat man halt Karten auch doppelt im Deck. Ich hatte halt zweimal die Dax, das Pixie und so weiter. Durchaus auch. Und wir spielen natürlich noch völlig ahnungslos die Karten runter, ne? Wenn du natürlich nachher weißt, okay, da kommt noch die Karte, da kommt noch, da kannst du natürlich noch ein bisschen mehr. Und es kommt ja auch solches, es kommt, glaube ich, schon sofort, oder? Dieses, also nicht, dass wir die eine Runde haben, sondern erst, wenn die bereit gemacht werden, so habe ich es auch in Erinnerung. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, auch nur diesen, es gibt einen Quick-Start-Guide und dann gibt es eine ausführliche Regel und dann gibt es auch noch ein Glossar, wo man quasi so Sachen, was bedeutet jetzt Stunt genau im Gegensatz zu Exhausted, das können wir da jetzt alles mal nachlesen. Aber ja, also durchaus bei mir, durchaus ein bisschen hier den Keyforge-Schluss gekitzelt. Ich werde mir so eine Grundbox auf jeden Fall holen. Ich glaube auch, dass das halt gerade für Captain Raspberry jetzt irgendwie nicht, ach guck mal, hier sind 4000 Magic-Karten, du musst jetzt alle auswendig kennen und dann bauen wir ein Deck zusammen, sondern guck mal hier, nimm das. Aber du hast natürlich nicht das Schöne, ich tausche und kaufe und baue. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch gerade auch angenehm und Absicht. Es wird hier keine 50.000 Euro Karten geben und sowas. Und ich glaube, das ist aber, das tut der ganze Sache ganz gut. Ja. Vielen Dank, das war unser Keyforge Call of the Archons Let's Play. Keyforge bald auch auf Deutsch, schon auf der Spiel, auf Deutsch bei Asmodee dann. Jetzt schon auf Englisch bei Fantasy Flight Games, kann man bestimmt schon vereinzelt irgendwo im Fachhandel Decks auftreiben. Und ja, spätestens auf das Spiel soll es dann für alle zugänglich sein. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt, freuen uns über einen Daumen hoch, freuen uns über Kommentare, über Regelerklärungen, wenn über Fehler, Korrekturen und natürlich habt ihr schon Erfahrungen mit was für Decks und wie hießen die und was war so drin. Erzählt mal ein bisschen, wenn ihr da schon was gesammelt habt. Es gab ja wohl auch ein Print and Play. Zu Keyforge, den man testen konnte. Weiß gar nicht, ob das jetzt ein Print-and-Play-Deck quasi ist. Das ist schon ein richtiges. Also quasi halt das, was da angeboten wurde, jetzt so oder ob da wieder ein ganz anderes war. Ja, es gibt viele Fragen noch zu klären. Bis bald, macht's gut. Bis dann, tschüss.